Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und in diesem Video möchte ich euch 6 teure Gameboy-Spiele vorstellen. Und zwar sind die Preise hier nur auf die Module bezogen. In UVP sind die Dinger natürlich noch weit, weit teurer, aber da ich ein Modulsammler hauptsächlich bin, interessieren mich persönlich natürlich nur so ein bisschen die Modulpreise und daher habe ich auch dieses Video dementsprechend aufgebaut. Vorweg, die Preise, die ich jetzt hier nennen werde, zählen meistens nur für eine bestimmte Version. Es kann zum Beispiel durchaus sein, dass die europäische PAL-Version teurer ist als zum Beispiel die japanische, weil es einfach weniger in Europa gab. Oder zum Beispiel die amerikanische teurer ist als die europäische. Das kann natürlich immer wieder sein. Und die Preise, die ich hier nenne, die sind natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die sind mit Stand jetzt, wo das Video erscheint. Und ich habe mir einfach bei eBay die beendeten Auktionen, also die abgeschlossenen Auktionen, wo das Spiel wirklich verkauft wurde, angeschaut. Das ist natürlich meistens bei diesen seltenen Spielen nicht ganz so einfach, da es nicht sehr viele Transaktionen gibt. Aber ich habe mal so versucht, so ein ungefähres Gefühl irgendwie dafür zu kriegen. Und deswegen diese Preise, wie gesagt, nur bitte mit Vorsicht genießen. Und ich habe jetzt nur 6 wirklich sehr teure Spiele ausgesucht. Ob es jetzt auf dem japanischen Markt zum Beispiel irgendwie ganz teure Spiele gibt oder ähnliches. Das kann natürlich durchaus alles sein, aber es ist nicht unbedingt in meinem persönlichen Sammlerfokus. Deswegen auch hier kann es natürlich auch noch teurere Spiele geben, die vielleicht mir entgangen sind. Deswegen nehmt das jetzt irgendwie nicht so unbedingt so als die wirklich teuersten Gameboy-Spiele aller Zeiten oder irgendwie sowas. Sondern wirklich nur eine Auswahl von 6 sehr, sehr teuren Gameboy-Spielen. Und wir fangen so bei dem günstigen Preisniveau an. Manche Spiele habe ich davon in meiner Sammlung, manche nicht. Oder in anderen Versionen werde ich euch dann alles entsprechend zeigen. Fangen wir an mit Hammering Harry. Das kostet so ungefähr 200 Euro in der PAL-Version. Auch hier ist die japanische Version wesentlich günstiger. Das heißt, wenn ihr das Spiel unbedingt haben möchtet für eure Sammlung, würde ich euch die japanische Version empfehlen, da auch hier keine große Sprachbarriere oder ähnliches zu erwarten ist. Das Spiel ist im Prinzip ein sehr, sehr geiles Beat'em-up und wie der Name es schon sagt, ist eure Hauptwaffe dabei ein Hammer. Hier ist wirklich die Technik des Spiels wunderbar gelungen. Ihr seht es an den eingeblendeten Spielszenen. Es ist einfach super, die Sprites sind super animiert und sehen einfach knuffig aus. Und das Gameplay ist wirklich sehr geil, knackig und alles das, was ihr von einem guten Beat'em'up irgendwie haben wollt, ist wirklich in diesem Spiel mit eingeflossen. Es gibt Upgrades, ihr habt diese Hammer, wunderbare Waffe. Es ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwie ständig im Lockdown landet oder sowas ähnliches. Es gibt natürlich auch hier und da kleine Level-Variationen. Also hier wartet euch grundsätzlich jetzt keine großen Überraschung, aber das muss es ja auch nicht, wenn das Spielprinzip wirklich sehr gut umgesetzt ist, dann reicht das. Wie gesagt, die europäische Version kostet so um die 200 Euro, eher ein bisschen mehr, aber wenn ihr es günstiger haben wollt, würde ich euch zur japanischen Version raten. Als nächstes haben wir Avenging Spirit für ungefähr 240 Euro und das ist hier auf die europäische PAL-Version bezogen. Die japanische als auch die amerikanische ist günstiger, wobei die amerikanische Version ein ganz anderes Cover hat. Da ist es eher so wie so ein 20er, 30er Jahre typischer Agent in so einem Mantel und sowas, während das hier wirklich in der europäischen Version diesen kleinen knuffigen Geist habt. Und das Spiel punktet vor allen Dingen mit einem wirklich sehr, sehr, sehr geilen Gameplay. Und zwar ist das im Prinzip eine Art Plattformer oder Action-Plattformer. Ihr habt Gegner, die ihr bekämpfen müsst und ihr müsst immer zum Levelausgang zu gelangen. Die Story des Spiels ist allerdings, dass ihr ein Geist seid. Und als Geist hat man eher so das Problem, dass man nicht körperlich ist. Das heißt, im Regelfall kann man die Gegner nicht direkt bekämpfen. Das Gute ist allerdings, dass ihr Gegner nehmen könnt und diese quasi besetzen könnt und dadurch die dann steuern könnt. Das heißt, ihr übernimmt einen beliebigen Gegner, übernimmt deren Fähigkeiten, deren Waffe und so weiter. Also da gibt es dann natürlich verschiedene Gegner, so das Übliche. Ne? Hält wenig aus, ist dafür schnell. Der etwas langsamere, der etwas mehr aushält und verschiedene Waffen sind am Start. Manche haben Nahkampfwaffen, manche haben irgendwelche Schusswaffen mit irgendwelchen Mustern und so weiter. Also hier müsst ihr immer wieder schauen. Und
wenn ihr denn sterbt, dann geht ihr aus diesem Körper raus und habt dann eine gewisse Zeit, einen neuen Körper zu besetzen. Das heißt, das ist quasi die Szene, wo ihr dann halt auch wirklich auch sterben könnt. Und dadurch ist das wirklich eine sehr, sehr geile Idee, sehr, sehr nett umgesetzt worden. Und das geht auch wirklich sehr gut von der Hand. Und immer seid ihr so ein bisschen am Gucken, okay, da ist ein Gegner, der scheint ziemlich gute Fähigkeiten zu haben. Aber komme ich denn da gut hin, wenn ich jetzt diesen Körper verlasse und zum anderen komme? Geht das mit dem Zeitlimit ein und so weiter? Also so ein bisschen taktisch müsst ihr da auch vorgehen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und daher schade, dass es wirklich so teuer ist. Wobei es, glaube ich, bei Limited One war es, glaube ich, jetzt eine Neuauflage von dem Spiel gab. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das schon ganz rum ist, dieses Vorbesteller. Da ich zum Glück die original europäische Version mir ja vor einiger Zeit mal gegönnt habe, wo es noch nicht ganz so teuer war, brauchte ich das nicht. Aber das wäre auch die Möglichkeit. Oder natürlich wie immer, ne, Emulator wie bei den anderen Spielen, wenn euch hier was zusagt. 200 Euro für ein altes Gameboy-Spiel auszugeben, da muss man schon so ein bekloppter Sammler wie ich sein. Also das verstehe ich nicht, verstehe ich voll und ganz, weil wenn ihr da sagt, nee, oh Gottes Willen, da habe ich keinen Bock drauf. Als nächstes haben wir Trip World für 290 Euro. Ich habe das vor ein paar Jahren noch für knapp 90 Euro geschossen, was ich schon damals als sehr teuer fand. Verrückt, wie die Preise momentan abgehen. Das ist ein wirklich von Sunsoft, also von dem Entwickler Sunsoft, die ja sehr, sehr gute Spiele und auch technisch gute Spiele auch gemacht haben. Die sind dafür ja bekannt. Und die haben hier so eine Art, na, ich will es nicht Kirby-ähnlich sagen, aber wie ihr schon an den eingeblendeten Gameplay-Szenen seht, so von der Optik her ähnelt es schon ein bisschen an Kirby. Ne? Ihr habt so einen kleinen, knuddeligen Protagonisten und lauft da halt durch die Level. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass ihr im Prinzip die Level relativ pazifistisch erledigen könnt. Und die meisten Gegner sind nicht unbedingt Gegner und die wollen euch gar nichts. Da könnt ihr ganz normal vorbeilaufen. Granit führt natürlich das Ganze mit verschiedenen Power-Ups, wie zum Beispiel, dass ihr dann besser schwimmen könnt oder ihr bekommt so einen Samen auf dem Kopf, wo ihr den Gegner betäuben könnt. Also im Prinzip ist das Spiel so ein bisschen sehr entspannt, ja, pazifistisch angelegt. Die ganze Technik und die Musik ist einfach wunderbar. Das umarmt euch so ein bisschen. Und so ein kleines Feel-Gut-Spiel, würde ich das mal sagen. Wie gesagt, ist natürlich auch hier ziemlich teuer. Aber auch hier könnte es sich lohnen. Ich glaube, die japanische Version ist auch hier günstiger. Wobei ich da mir ehrlich gesagt gerade nicht so unbedingt sicher bin. Ich weiß, ich habe wieder toll vorrecherchiert. Als nächstes haben wir ein Spiel, was ich nicht in meiner Sammlung habe, weil ich mich so etwas weigere, das in meiner Sammlung zu haben. Weil das Spiel an sich nämlich ziemlich scheiße ist. Und das Spiel kostet 300 Euro und ist Beethoven the Second. Das heißt, es gab ja für Anfang der 90er gab es ja viele, viele ja, Tierfilme, sage ich mal. Oder irgend so verschiedene Filme, wie zum Beispiel Hör mal, wer da spricht und ähnliches. Wo man einfach so ein bisschen was Kindliches oder was Tierisches genommen hat, um denen ein bisschen mehr Charakter zu verleihen. Ne? So diese Familienkomödien nenne ich es mal. Und da gab es ja diese Beethoven-Filme, die sich um einen Hund namens Beethoven drehen, der ja so ein Bernardiner ist. Und davon gab es ein Gameboy-Spiel. Wurde anscheinend nicht oft gekauft, gibt es nicht oft auf dem Markt, deswegen 300 Euro. Mit OVP müsst ihr wirklich mehrere tausend Euro dahin latzen. Das Problem ist halt, es ist eine dieser typischen, lieblosen Lizenzversoftungen. Also ihr spielt diesen Hund und die Steuerung ist scheiße, Levelaufbau ist Mist. Es lohnt sich einfach nicht. Aber na gut, für die Leute, die ein Komplettset haben wollen und so weiter, die müssen einen sauren Apfel beißen. Aber deswegen hat es bisher nicht in meine Sammlung geschafft, weil ich mir denke, nur um es haben zu wollen, zahle ich nicht so viel für ein Mistspiel. Ich meine, ne, jeder Jack ist anders. Von euch wird es einige Sammler geben, die das Glück haben, das in ihrer Sammlung zu haben. Aber ganz ehrlich, spielen tut ihr das nicht, oder? Als nächstes haben wir dann für ungefähr 530 Euro Amazing Tater. Und ich habe das in meiner Sammlung als Puzzle Boy 2, das ist nämlich die japanische Version davon. Da habe ich jetzt vor letztem Jahr so ungefähr 50 Euro bezahlt. Also das ist schon ein großer Unterschied. In Europa ist das Spiel leider nicht erschienen. Also ne, Amazing Tater in Amerika, in Japan Puzzle Boy 2. Und wieso musste das unbedingt in meine Sammlung kommen? Ganz klar, weil es Quirk
2 ist. Viele von euch sind mit dem Puzzlespiel Quirk ja damals bestimmt aufgewachsen und auch ich hatte das als Kind und habe es immer und immer wieder gespielt, weil das so im Prinzip ein sehr einfaches Rätselspiel ist und das ist jetzt der Nachfolger zu diesem Spiel und macht im Prinzip nicht so viel anders. Also im Prinzip habt ihr immer einen Eingang und einen Ausgang, euer Ziel ist es, lang zum Ausgang. Problem ist natürlich, es gibt verschiedene Hindernisse, die ihr überwinden müsst. Die sind so Weichen, die ihr stellen müsst, also so Drehkreuze und sowas. Die sind natürlich nicht mal Kreuze, sind, das sind auch mal Ecken und so weiter. Und ihr müsst Blöcke verschieben, um irgendwelche Abgründe irgendwie zu überdecken, um dann zum Ausgang zu geraten. Manche Leveln habt ihr dann sogar noch zwei Spielfiguren, mit denen, durch die ihr wechseln könnt. Auch hier ist es wieder mit Früchten gelöst worden als Spielcharaktere. Ihr kennt es ja bei Quirk wahrscheinlich, das ist dieses berühmte Cover mit der Tomate mit dem grünen Iro. Das ist der Nachfolger und deswegen muss ich es haben, aber wie gesagt, für die amerikanische Version, da so viel hinzulatzen, sah ich nicht ein und deswegen habe ich mir da die japanische Version geguckt. Als letztes Spiel kommt noch ein Modul, was nicht in meiner Sammlung ist, denn das hat im Prinzip wirklich auch den Preis gerundet. Das Modul kostet 550 Euro derzeit und es ist Spatz Adventure. Ähnlich wie Puzzle Boy oder Quirk 2 ist es ähnlich so ein bisschen in einem Gemüseszenario irgendwie veranlagt. Ihr spielt auch hier eine Kartoffel, glaube ich, ist es, und müsst euch einen Turm hochkämpfen. Jede Ebene von diesem Turm ist in so einer Art Labyrinth irgendwie ja, gestaltet, wo ihr natürlich verschiedene Gegner habt. Es gibt verschiedene Sachen zum Einsammeln. Ihr habt auch teilweise Gespräche mit irgendwelchen Verbündeten, die ihr denn führt. Ich persönlich habe das Spiel noch nie großartig gespielt. Deswegen verzeiht mir, dass ich euch da jetzt keine genaueren Einblicke geben kann. Aber 550 Euro ist wirklich schon ein Wort. Also von der Technik her und sowas sieht das alles okay aus. Alles hier nicht überragend. Auch das Gameplay ist okay, aber nicht überragend. Aber wirklich nur durch diese Seltenheit ist dieses Spiel wirklich so, so teuer. Verstehe ich nicht, würde ich persönlich, glaube ich, nie bezahlen, außer vielleicht, wenn es wirklich das letzte Spiel ist, was mir zum Fullset fehlt oder ähnliches. Aber das ist wirklich schon ein Wort. Ja, das waren 6 wirklich, wirklich teure Gameboy-Spiele. Welches dieser Spiele hat euch am besten gefallen? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr nicht nur teure Spiele haben wollt, sondern vielleicht auch ein paar Geheimtipps, habe ich eventuell für euch ein kleines Büchlein, was ich geschrieben habe. Wo ihr das bestellen könnt, habe ich euch natürlich unten verlinkt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch zuschlagen würdet. Und ja, dann sind wir mit diesem Video durch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.